Gaëtan Bussmann ist ein Arbeiter, ein hundertprozentiger Profi, der alles tut und alles abarbeitet, der defensiv stark ist, der offensiv muss man arbeiten, kann auch was offensiv, aber das ist sicherlich ausbaufähig. Patrick Kammerbauer ist fußballerisch gut, gute Übersicht und so. Der muss den Punch jetzt lernen und in den Punch reinkommen, wo bei uns im Training ist und wo in diesem täglichen Rhythmus nochmal. Aber der kriegt Zeit und muss sich auch Zeit geben. Aber gute Jungs, ich kann es noch nicht, man kann es nicht vor ein paar Trainings sagen, aber gute Jungs und ganz unterschiedliche Voraussetzungen, klar. Der eine ist schon erfahren, schon in Mainz gespielt, der andere U20 natürlich auch schon gespielt und in Nürnberg jetzt auch gespielt, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Muss ich reinarbeiten und reinbeißen und uns kennenlernen jetzt. Aber spannend. Also auch Patrick Kammerbauer spannend. Der wird ziemlich sicher jetzt am Wochenende in der zweiten Mannschaft spielen, weil er spielen soll. Und damit, die Dinge kommen jetzt. Damit umgehen jetzt, nicht in der ersten Mannschaft, jetzt nicht dabei, zweite Mannschaft spielen. Aber zweite Mannschaft ist gut, die war gut gegen uns. Ich bin immer noch beeindruckt. Und dort sich zeigen und dort ein gutes Spiel machen, das ist schwer. Dort, dass der Trainer kommt und sagt, ja, er war ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen auffälliger als die anderen. Wenn du das schaffst in der zweiten Mannschaft, dann hast du es schon gut gemacht. Aber der Kopf muss stimmen, es muss alles stimmen. Und er lernt dich jetzt auch neu kennen. Und darfst nicht so enttäuscht sein und all das. Das sind jetzt, das meine ich mit den Prozessen, die jetzt in Gang kommen. Dann schauen wir mal, wie er damit umgeht.